Moin und weiter geht's mit dem SC, dem SV Meppen, nicht SC Meppen. SV Meppen heute gegen den Sportclub aus Veerl. So, wir werden nochmal schnell in die Scout-Berichte hinein schauen. Um hier nochmal eben schnell zu schauen, ob wir noch was Neues haben. Bissung. Und damit kommen wir noch mal, was abgeht. Sterlin Mensa Recht. Und dann war es das auch. Und Guda Transfergebot 1000. Ablehnen von Guda und dann gehen wir rein in den 13. Spieltag zu Hause gegen den SC Verl. Und wir gehen mal rein in die Trikots. Der SC Verl in Schwarz und Weiß und wir in Weiß, Blau und zwar mit Pluckmann im Kasten, mit Balmer, mit Borges, mit Puttkamer und mit Al-Hasameh, dann Neugas und Egerer und Gude und Andermatt geht rausgehen, der wird Piasek von Anfang an spielen. Und Bürger wird auch mal spielen. Dafür ferner wird Hemmlein heute mal für Gude ran dürfen. Und damit war es mit der Startelf bei uns. Die Gäste aus Veerl mit Brusecke im Tor, mit Ritzker, mit Pernot, mit Lach, mit Czaroba, Schwermann und Korb. Kurt auf der 10 und dann Rabihic, Janjic und Tschikowski im 4-3-3 defensiv. Und damit geht's auf in das Heimspiel zu Hause gegen den SC Veerl. Und wir gehen gleich rein in diese Partie. Zu Hause in der Hensch Arena am 13. Spieltag bei strömendem Regen. An diesem Partie. An dieser Stelle gehen wir rein. Auch jetzt hier im Blau-Weiß auch geschossen haben. Pusek. Weimart. Über. Über Leubers, über Lasalme, Leubers, Egerer, Borges, Balmert durchgesteckt, ne. Rabihic, Janjic, langer Ball, Rabihic. Janjic, langer Ball nach außen. Ritzka, Flanke ist nicht schlecht. Blokmann pariert das Ding. Ganz stark. Puttkamer klärt. Al-Hasameh. Egerer. Heimlein auf Balmert. Balmert mit Tempo. Und jetzt mit der Flanke, die rutscht ein bisschen sehr nah an den Kasten. Und Kuss. Kehle ist da. Heimat. Piosek. Piosek zieht mal ab in die Mitte. Nachschuss 1 zu 0. Florian Krüger. Das ist, glaube ich, mit der Führung für den SV Meppen in der 12. Minute.
mit dem SVM. Der hier bei Strömen im Regen in Meppen trotzdem das heimische Publikum hier so ein bisschen das Wetter vergessen lässt mit der Führung. Und damit schauen wir rein. Pardon, es ist Lukas Krüger, nicht Florian Krüger. Florian Krüger ist der Aue. Lukas Krüger ist es, der hier die Führung macht für uns. Drittes Saisontor in der 12. Minute. Der lange Ball. Gut. Und wir sind dazwischen. Anna Seine. Bei Matt. Hemlein. Megara. Holgers. Hemlein, der heute mal spielen darf, der hat Plätze gesucht. Krüger. Oh, was für ein Ball. Hemlein. Die Flanke ist nicht schlecht. Kopfballmöglichkeit für Krüger, aber nicht da. Kurt ist da. Janic. Wir sind dazwischen. Josef, guter Ball, Krüger, stark gemacht, Lukas Krüger, Brusecke ist da, guter Ballduell, Josef, nochmal abgelegt, der Abschluss, Egerer, wieder Brusecke im Tor, der SC Werl mit der Parade, Janic kommt den Freistoß für Werl. Berno mit dem langen Ball. Janic. Jetzt gibt es Freistoß für uns. Nach einer guten halben Stunde. Die Führung ist völlig in Ordnung. Hoches. Kurzer Ball auf Egerer. Und Hemlein. Der Ball auf Krüger. Piosek. Ballmarkt. Gut gemacht. Die Flanke ist gut. Krüger. Latte. An die Latte. Brusecke. Also Krüger versucht vorne drauf zu schieben, bekommt dann den Ball mit dem Kopfball quasi zugespielt. Dann der starke Ball, Piosek, der ist ein bisschen lang. Das ist der Kopfball, den wir holen, wichtig. Wir gewinnen viele Kopfbälle da im Mittelfeld. Düke, gut gemacht von ihm da. Egerer, Hemlein, der sucht noch eine Anspielstation. Hemlein, danke, Ritzke geblockt, Eckball. Es gibt sogar den Freistoß. Wird das etwa eine Variante von Leubers? Das wird eine Variante, und zwar eine mit Boah, es rennt das Ding, Volley. Also es gibt Elfmeter. Es gibt den Elfmeter. 41. Minute. Was ist denn hier los? Verdacht auf Handspiel nehme ich mal an. Das wollte ich ja ausstellen, werde ich beim nächsten Part dann tun. Der Ball war, ist glaube ich ein Handspiel oder ein Foul, was auch immer.
jetzt wird Louis Düker mit dem Elfmeter in der 41. Minute. Düker. Fazit gegen Buseke. Und was ist denn noch? Neubers Eckball. Leggers mit dem Eckball, der ist nicht schlecht. Kommt keiner da. Leert, nee. Zurückgelegt. Der Ball aus der Drehung, Klugmann geklärt von Beimert. Und jetzt ist hier Halbzeit. Und wir führen zur 0-1-0 zu Hause gegen den SCW. Hätten allerdings schon 2-0 führen müssen. Und 68-0-0 gegen zur Pause gegen Türkgücü. Und der SCV stößt an. Und dann schauen wir mal. Korb. Anjic. Was ist das denn? Der Abschluss, nicht der 1 zu, nicht der Ausgleich. Boah, Riesenglück. Ich glaube, es war Janjic, oder? Ne, es war gar nicht Janjic. Freistoß, kurzer Abschluss, kurzer Ball. Allah sei Meh. Leubers, guter Ball auf Düke. 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 Spitzer Winkel. 2-0 ist ihm doch egal. Julius Düke 2-0. Was für ein Abschluss aus dem Winkel. Düker mutig, das Ding da einfach reinzusetzen. Und das Ding ist drin. Mit dem vierten Saisontor durch Düker. Gut. Was ist das wieder? Kommt wieder dazwischen? Nein, leider nicht. Schwermann. Egerer. Gut, gute Ablage. Korb versucht eine Anspielung zu finden. Tut das auch. Auf Schikowski. Die Flanke. Puttkamer klärt. Luschek. Krüger. Josek, nächster guter Ball auf Hemlein. Hemlein. Guter Ball und geklärt. Kurz von ihm. Josek. Schwermann. Kurt. Perrenot, langer Ball. Hamter, langer Ball. Gut dazwischen. Janjic. Egerer ist dazwischen. Hemlein. Das ist gut gespielt. Doch nicht ganz. Schwermann. Gut gespielt jetzt vom SC über Janjic zurückgelegt, über Rabihic. Schwermann. Gut dazwischen, gut. Boris ist geklärt. Düker. Leugas.
rüber. Piosek, starker Ball auf Hämlein. Hämlein, spitzer Winkel, ist dem doch egal. Und der Ball streicht richtig knapp am Kasten vorbei. Das Ding streicht knapp am langen Pfosten vorbei. Krüger. Krüger schiebt auch da drauf, versucht's. Piosek. Gut dazwischen. Langer Ball nach außen. Rabic. Lange Flanke und da geht in Zeiten aus, gibt Abstoß. Und wir werden mal wechseln. El Helve kommt für Krüger. Andermatt, Piosek kommt. Und damit geben wir rein in den Abschluss. Wir haben noch 12 Minuten auf der Uhr. Führen 2:0. Zu Hause gegen den SCFL. Das sollte doch eigentlich hier jetzt klar gehen. Blutmann. El Helve abgelegt. Andermatt. Ernoth. Deckling geht ins Leere, so ist da die Platz, aber gut kann man. Janjic, Egerer auf Pluckmann, der klärt den langen Ball, aber nur ins Zentrum rein, auf Korb, der wieder rein. In die Box, die Ablage. Jan Rabic. Und der Ball geblockt, also mit dem Nachschlag Janjic Tor. 85. Minute, 1:2 gegen Janjic. Mit dem 2:1 durch Janjic. Und Leukas. El Hasame, Leukas, natürlich ist jetzt klar, dass man dieses 2:1 jetzt zu Hause hier irgendwie über die Zeit bringen möchte. Gut kann man. Düker. Leukas, Ball verlost und jetzt läuft Janjic völlig frei alleine auf den Kasten zu. Achtung, nochmal abgelegt, gut geklärt, Al-Hasemi, Leukas und Schluss und wir gewinnen die Partie mit etwas Glück hier zu Hause nach fast 92 Minuten mit 2:1 gegen den Sportclub Verl. Ein ganz, ganz wichtiger Heimsieg jetzt und damit der zweite Sieg in Folge. Statistisch 9:4 Schüsse, 6:3 Schüsse aufs Tor, mehr Ballbesitz, 2 Kämpfe beide gleich, alles gut. Mit diesem Sieg springen wir auf Platz 10. Okay. Und das ist schlecht. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich den Part mal gerade. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Wir schauen mal rein, wie es geht. Es geht gegen Hansa Rostock. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen nochmal. Danke fürs Zuschauen, haut rein und wir sehen uns im nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.